Das könnte da oben sogar sein. Weil es steht, die Kreatur aus seiner Grube ködern. Worüber ich echt froh bin, ist, dass das Spiel keinen Respawn hat. Oh. Hier liegt sogar auch etwas rum. Die Adra-Perle liegt da einfach rum. So, wenn ich sie jetzt nehme. Dann steigen da Nagas auf. Oh, Alof kriegt wieder aufs Maul. Das hätte ich irgendwie erwarten können, dass das nicht gut klappt. Deswegen sollte ich das Konstantin machen lassen, während der Rest hier stehen bleibt. So, das sollte besser gehen. So, Konstantin, brüll mal. Xoti, verbrenn sie mal. Adolf, Feuerball mal die hintere Reihe. Ihr helft mal Konstantin. Konstantin, du heilst dich. So, warum habe ich das Gefühl, dass gleich noch eine Welle kommt? Nö. Keulen. Widerlich. Gut, dann können wir uns ja jetzt auf den Weg zurück machen. Yay, wir haben alle vier Artefakte und können alle vier abgeben. Ist die Frage, sehen wir dadurch dann nur Erinnerungen oder auch müssen wir auch kämpfen? Und ja, ich weiß, ich kann von dem Gewölbe aus eine Abkürzung direkt zum Ankerplatz der Könige nehmen.
Von da aus kommen wir schnell aufs Schiff. Nämlich einfach hier drüben. Oh, hat Moira uns vielleicht noch was Neues zu sagen? Nachdem sie ja endlich. Come, we'll drink to a better friendship. Pay no mind to the tang of the flavor. Komm, wir trinken auf bessere Freundschaft. Achte nicht auf den Geschmack. Regale me. Na, amüsiere mich. Ich gehe dann besser. Sie nickt kurz und unwirsch zum Abschied. Okay, sie hat nichts Neues zu sagen, nur dass er mit uns trinken wollte. So, zum Ankerplatz rudern. So, wir sind am Ankerplatz. Wenn wir schon am Ankerplatz sind, können wir ja noch Zeug verkaufen. Erstmal beim Schuster. Whoever said a good bad, of course. So, was habe ich denn so schustermäßig? Einen Hut. Ja. Ja, machen wir es mal so. Gambosson können wir an ihn verkaufen, ruhig. Brigandine ich unbedingt, aber die außergewöhnlichen Lederrüstungen, die wir nicht brauchen. Oh, das war's auch schon. So, dann hier hoch zu unserem Stoffhändler. Folk tend to prefer. Take your time. So, an dich verkaufen wir die Robe und sonst nix. Naja, komm, die Handschuhe können wir verkaufen. Und den Abwehrumhang. Looking for anything? So, gut. Ganz ehrlich, die geringe Abwehrringe, die können wir auch bei ihr verkaufen. Rüstungsmäßig die Rüstungen und jetzt waffenmäßig. Das Zauberbuch kann weg, die Schwerter können weg, die Knüppel können weg, die Schilde können weg.
Guter Kriegsbogen. Wir haben hier einen hervorragenden, also können die weg. Eigentlich alles, was gut ist, kann weg. Mhm. Schwert kann weg. Außergewöhnliche Pistole behalten wir mal. Wir können eine hervorragende Akebuse wegpacken. Hervorragender Streifledel kann auch weg. Kann sonst noch was weg? Ja, hier, die außergewöhnliche Streitaxt kann noch weg. Gut. Damit sind wir unseren unnötigen Ballast losgeworden. Jetzt können wir unser Schiff nehmen. Und zurück zur Arena fahren. Denn wir haben die 4 Artefakte, wegen denen wir aufgebrochen sind. Nicht Krummsporn. Hier ist der Schmelztiegel. Das ist eigentlich überhaupt noch... Es gibt gar keine Sklavenhändlerschiffe mehr. Das ist gut. Es gibt auch ein paar Ratun-Schiffe. Principe und Huana-Schiffe. Alianische Handelsgesellschaft, Königliche Todesfeuergesellschaft gibt's auch noch. Dämmerungssterne sehe ich jetzt gar keine Schiffe. Und halt unabhängige Schiffe. So, hier anlegen, bitte. Und dann den Schmelztiegel. Ja, so können wir den Schmelztiegel betreten. Oh, wir betreten ihn sogar hier rüber, weil wir von unten gekommen sind. So, dann geben wir erstmal die Quest ab. Mit dem Gürtel. Ich habe so das Gefühl, dass es da auch noch aufgehen könnte. Hey, da ist ein Koch übrigens. Achso, der, mit dem hatten wir schon mal. Räucherrippchen vom Rost. Hm.
Kaufen wir mal alles von ihm, was kochbare Nahrung ist. So, dann rasten wir jetzt. Ado, what can I eat? Of course.